Die Story dahinter ist, dieses Nidorino verfehlt immer. Es ist ein Geisttyp, das müsste man wissen. Nee, schusch, Leute, willkommen zu Let's Play Pokémon Rot, der ganz klassischen schwarz-weiß merkwürdig Sprite Edition. Ich bin Jason 05 und das ist unser neuestes saftiges Hauptprojekt. Ich habe mich denn tatsächlich doch für den Klassiker entschieden, für den Gameboy Style. Feuerrot, schön und saftig, aber seien wir ehrlich, es gibt nichts über dieses Albtraum-Fuel hier. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Und eigentlich nennt man mich auch eine Baumart, aber das ist nicht so wichtig. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ergo Sklaven. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Vorher war ich im Einzelhandel. Mein Gott, war das scheiße. Jack. Oh Gott. Viel schlimmer, wer nennt sein Kind bitte Rot? Aber gut, auf Public-Anfragen. Smorf, bevor er Einzelhändler wurde. Ich glaube, ich muss zur nächsten Folge mal... Mein Steuerkreuz ist mittlerweile einfach nur abgenudelt. Dein Name ist Smorf? Oh shit! Dies ist mein Enkel. Euer wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Ich fand ihn irgendwie immer uninteressant. Ich fand ihn immer irgendwie scheiße. Gorf. Er ist so ähnlich wie Smorf, nur nicht halb so gut. Gorf! Stimmt! Es lag mir auf der Zunge! Ja, es klingt auch wirklich, als wenn dir was auf der Zunge liegt. Das ist so dieser Sound, den du da machst. Weehawk! Ja klar, wir nennen unseren Rivalen Weehawk. Unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Schrumpfstrahl! Well, das ist ja ganz dandy. Jetzt hat er uns geschrumpfstrahlert. Smorf spielt Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. Oh, ich liebe diesen super alten Stil. Welche Item möchtest du mitnehmen? Den einen Trank. Gib her. Oh, generell. Ey, ich bin ein Riesenfan von diesen super alten Sounds. Dieses super bittige Bitty-Butty-Butter. Oh, richtig, immer gehen alle Jungen vor, um ein Abenteuer zu erleben. Professor, ich von nebenan hat nach dir gefragt. Ich find's auch geil, dass hier noch nicht groß drauf eingegangen wird, dass ich von zu Hause abhaue, nur um Pokémon zu trainieren, aber that. Warte, geh nicht raus! Wohin soll ich sonst gehen, Dude? Wohin sonst? Da draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst einige Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Warum bin es nur ich und der denkt irgendwie, dass Professor Eich, wenn er nach vorne, also auf einen zuläuft, sieht es aus, als würde er auf vier Beinen laufen? Oder bin es nur ich? Ich denke, es bin nur ich. Opa, ich will nicht länger warten. Oh, Gorf, lass mich nachdenken. Halt das Maul. Dich mag hier keiner. Ach, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet, einen Moment. Hier, Smorf. Dort liegen drei Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur noch drei Pokémon übrig. Literally vor der Tür. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Es sind schon drei Pokémon-Arten. Und es sind alle weder die noch da liegen. Was hast du die ganze Zeit in deinem Leben gemacht? Aber geh mir eins ab. Wähle. Hey, Opa, mit mir. Du nimmst sowieso das, was mich countert. Von daher, als Maul. Na, ich hab ein wenig Geduld, Gorf. Auch du sollst eins bekommen. Du kriegst das, was am Ende countert. So, und jetzt nämlich... Look at this shit. Look at what I've made. Dieses Glücksrad wird jetzt bestimmen, welchen Starter wir kriegen.
Weil ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin so jemand, der sagt sich, boah, geil, wir haben Pokémon zur Auswahl. But which one shall it be? Finden wir es heraus. Let's spin the wheel. Nani? Fuck. Fuck. That's a big fuck. Fuck. Ich hab noch vor der Aufnahme gesagt, alles außer Bisasam. Alles außer Bisasam. Ich nehm Shiggy. Shiggy ist awesome. Ich nehm Glumanda. Glumanda ist awesome. Nee, leider dürfen wir dich nicht nehmen. Möchtest du Glumanda? Das ist ein... Nein. Mini-Kröte. Nee. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Warum müssen wir ausgerechnet dich nehmen? Warum ausgerechnet du? Das Samen-Pokémon. Dieses Pokémon trägt von Geburt aus einen Samen auf dem Rücken, damit er keimt und wächst. Möchtest du dieser Samen als Pflanzen-Pokémon nehmen? Von wollen kann hier nicht die Rede sein, lieber Professor. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Smurf erhält dieser Samen. Der Sprite da oben, ne? Es sieht einfach nur aus wie eine fucking Blume. Oh. Wie nennt man so etwas wie dich? Wie nennt man einen Fehler? Wie nennt man etwas Flowey? Fucking Flowey. Würde es passen, würde ich es Loner Boner nennen. Und warum will der Chat, dass ich dieses Vieh Dio nenne? Ich habe noch nie so einen fetten, stinkenden Dio gesehen. Ich brauche irgendwas, was so richtig widerlich klingt. Ich brauche irgendwas, was so richtig widerlich klingt. Was so richtig... Was keiner haben will. Grund, warum es noch... Scheiße. Das ist... Müll. Ja, ich würde es gerne Müll nennen. Gobbelglob. Ja, Gobbelglob ist gut. Gobbelglob, das klingt so richtig wertlos. Das klingt so richtig kacke. Das passt sogar. Das passt sogar perfekt. Als hätte Vivi sich das ausgedacht. Gobbelglob. Das ist perfekt. Stimmt, das ist hier ein Spiel bevor Nintendo sagt, so darfst du dein Pokémon aber nicht nennen. Das ist nicht ne Kompost. Ich nehme dieses hier. Gorf erhält Glumanda. Gorf, fuck you. Mein Pokémon sieht viel stärker aus. Warte, Smurf. Lass uns unseren Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Gobbelglob. Immerhin macht uns Rocco und Misty jetzt nicht so viele Probleme. Aber... Gobbelglob. Gobbelglob. Los, schmeiß dich ihm entgegen, Gobbelglob. Das ist genau das. Genau das erwarte ich. Genau das. Oh Gott, this is not gonna work.
Das ist, deswegen ist Smorf Einzelhändler geworden. Aber immerhin will er mich jetzt nur zum Heulen bringen. Wow, los Gobbelglob, mach es. Tu es. Der hat meine Tags so weit runtergesetzt. Oh Gott, Gobbelglob. Gobbelglob is gonna die. Ich mache überhaupt keinen Schaden. Hier, Gobbelglob. Das mache ich eigentlich nur, weil ich Gorf nicht gönne. Volltreffer. Oh Gott. Oh Gott. Gobbelglob. Stirbt Gobbelglob sogar mitten im... Volltreffer. Oh mein Gott, Gobbelglob. Gobbelglob erreicht Level 6. Oh Mann. Ey, unmöglich, ich habe mir da falsche Pokémon auf... Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Hat er gedabbt? Er hat einmal weggeguckt. Ist das der Ursprung des Dabben? Oh, okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Opa, wir sehen uns später. Wir riechen uns. Ich habe fast beim ersten Match verloren. Gobbelglob. Oh Mann. Oh Smorf, wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Kann ich das da noch mitnehmen? Was hält mich daran ab? Mein letztes Pokémon. Ja und? Ich hab jetzt fucking Gobbelglob. Oh Mann. Fuck my life, dude. Boah, ich muss echt auf analog nachher umstellen. Das ist irgendwie. Mein Steuerkreuz ist so durchgenudelt. Boah! Jetzt ratzfratz! Hey Lauren, was geht? Och, Gobbelglob. Voll, das war ein Volltreffer. Das Ding ist 4 Level unter dir, Gobbelglob. Oh, wir sind hier. Uns steht ein Adventure bevor, meine Freunde. Die Adventure. Pissbirne, geh mir aus dem Weg. Die Abenteuer von Gobbelglob. Oh Gott, Alter. Bin ich der Einzige, der glaubt, dass Taubsi irgendwie tot inside aussieht? Attack, Gobbelglob! Attack! Windstoß, ich krieg direkt zu Anfang von einem fucking Taubsi aufs Maul. Volltreffer. Gobbelglob, wir müssen wenigstens in der nächsten Stadt ankommen, bitte. Also ich meine, sobald wir Rankenhieb irgendwann erlernen, ne? Ekelsam. Gobbelglob wird uns einiges, Alter. Oh Gott, Gobbelglob. Wir werden... Ich weiß nicht, das wird eine Bekanntschaft, Gobbel. Das wird eine Bekanntschaft, Gobbel. Oh fuck. Okay, das Ding macht kaum Schaden jetzt. Das ist beruhigend. Ich hätte, weißt du... Ich habe eine Chance, 2 zu 3 was Gutes zu ziehen. Was krieg ich? Gobbelglob. Ich sehe es ja kommen, das... This is coming to bite me. Aber gut. Wir haben jetzt unser erstes Pokémon und damit müssen wir jetzt leben. Damit müssen wir jetzt verwalten. Warum ist wieder topfit? Und jetzt halt wieder vorbei and eat dicks. Ich habe gerade voll nach rechts gedrückt und er geht wieder nach oben. Mein D-Pad von meinem Controller ist so ausgelutscht. Aber gehen wir erstmal in den Wirkt. Ey,
Hey, kommst du aus der Labortür? Ein Einzelhändler. Ich muss ihn enthusiastischer reden. Professor, ich schick dich, oder? Mann, immer diese scheiß Bestellung. Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das oder willst du noch was anderes? Okay, ich geh mal wieder. Gobbel ist unterschätzt. Nein, Gobbel ist Gobbel. Das ist unser Problem. Gobbel ist ein Problem. Direkt neben meinem Controller. Ich ziehe jetzt hier den Weehawk und sag, boah, scheiß Gamepad. Jetzt ist ein Ratzfratz. Hi. Ratzfratz sieht ja auch immer in diesem Spiel aus, als würde sich einfach nur anschreien und eigentlich weitergehen wollen. Rutenschlag, schlug fail, oh. You fuck. Oh, Gobbelglob. Warte mal, kann ich? Oh, Tech Speed, ja, das habe ich ganz vergessen. Die Kampfanimation lasse ich aber aus. Lasse ich aber an. Das ist, das gehört dazu, Kinder. It's an adventure. It's an adventure. Oh, ohne Scheiß, mein Gamepad, ne? Alter, Weehawk. Das ist deine Schuld, Rüdiger. Oh, hallo, Smurf. Wie geht's dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Ja. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Also, übergib dir das Paket. Ah, auf diesen speziellen Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Ein Opa! Gorf, warum hast du mir hier bestellt? Oh ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort ist... Meinst du Shiggy? Darf ich das haben? Bitte? Seht ihr eine Erfindung von mir in den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Das ist eine Art Hightech-Lexikon. Smurf, Gorf! Das klingt echt so nach dem Motto, als wäre Gary auf die Welt gekommen und die Eltern hätten sich gefragt, ach scheiße, wir müssen das Ding ja benennen. Ohne Scheiß, die beiden sind für euch. Smurf, ey, Pokédex und Professor Eich. Cool. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Oh, ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte euch, meinen Traum zu verwirklichen. Mach euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Smurf, tut mir leid. Oh, ich brauche deine Hilfe nicht. Ja, leihe mir einfach meiner Schwester eine Karte. Soll ihr keine geben. Smurf, hehe. Digga, sehe ich aus, als bräuchte ich eine Karte. Blöder Penner. Ja, aber nicht mehr wahr sein, ne? Blöder Penner. Also, besser ist, ne? Schmoggo. Ich hab noch nicht mal Pokebälle, ne? Ich könnte mir noch nicht mal einen Ratzfratz holen. Selbst wenn ich eins wollen würde. Aber jetzt seien wir mal ehrlich. Wozu brauche ich einen Ratzfratz? Das ist dieselbe Frage. Ach ja, ich würde ohnmächtig werden, wenn Gobbelglob stirbt. Ich meine, guckt euch allein den Sprite hier von hinten an. Das Ding sieht einfach nur aus wie eine Zwiebel. Ah ja, den Stream-König, den gibt's noch. Der ist noch nicht in diesem Interface hier drin. Ein Taubsi. Oh shit, boy. Oh mein Gott. Ja, stimmt, ich brauche auch wieder VM-Slaves. Ja, das habe ich ganz vergessen. Das ist ja... Zwiebelsam. Uiuiui. Ja, stimmt. Auch wenn ich schon immer mal auf einem Ratzfratz surfen wollte. Aber ich glaube, das ist so etwas, was nie passieren wird. Alter. Mein Controller, ne? Ich meine, ich habe das Ding schon ein paar Jährchen mittlerweile. Also, es ist irgendwann ausgenudelt, es ist klar. Los, Gobbelglob. Du Shit.
Und bitte überlebe. Au. Mit Critten habe ich damit das nicht gemeint. Ach, come on! Das letzte Feld! Ratzfratz, was willst du? Was ist dein fucking Problem? Gobbleglob, du brauchst gar nicht jetzt versuchen, mich zu erstaunen, ne? Nur weil du jetzt ein paar Crits machst, ne? Also, nur mal so nebenbei. Gobbleglob. Ja. We are in for a nice time. Ich heil mein Gobble erstmal hoch. Geh dann mal einkaufen zu unserem Lieblingseinzelhändler. Ein Topfel, komm jederzeit wieder vorbei. Jada, jada. Ach, die gute alte Zeit, wo Pokémon Market und das Pokémon Center noch getrennt war. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, ich hätte gern ein paar... davon? Ich hätte gern ein paar davon? Ich bin jetzt gerade so dieser Mega-Einkäufer, der... Du hast keine... Habt ihr schon wieder keine Tränke? Was macht ihr eigentlich den ganzen... Okay, gut. Das ist, dann gib mir nochmal einen davon. Ich bin nämlich gerade wie jeder Einkäufer. Was ist euer Problem hier? Der Laden führt viele Gegengifte. Nee, er führt gegen Gift. Einzahlen, mein Freund. Tut mir leid, alle Tränke sind ausverkauft. Und warum bestellt ihr keine neuen? Alter. So, ich mach mal... Ich red mal erst hier mit Opa. Weil, oder? Lässt du mich einfach vorbei? Ach, hier ist ab hier ist Tutorial noch nicht Pflicht. Oh, das ist ja wunderschön. Das ist ja wunderschön. Komm, wir brauchen jetzt wenigstens mal ein kompetentes Team in unserem Team. Ich drück nach rechts, bitte. Die Pokébälle in deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon einsetzen kann, nicht wahr? Ja. Solange es nicht Gobbleglob ist. So, ich darf nur halt nicht zu weit gehen, weil hier sind auch noch... Hier ist einiges an coolen Zeug. I know, I remember. Oh shit! Jetzt ein Hamster! Ich will aber ein männliches. Ich will ein männliches Nidoran. Weil Nidoking ist awesome. Wobei... Maybe this is fate. Maybe this is fate. Ein weibliches Nidoran. Ein Nidoqueen. Nidoqueen ist auch cool, um Himmels Willen. Und du gehörst jetzt mir. Nidoran, du gehörst jetzt mir. Du kommst jetzt zu uns. Gifton. Dieses Pokémon ist sehr klein, verfügt aber über starke Gifte. Das Weibchen hat größere Hörner. Aha. So, wie nennen wir dich? Du bist ja die einzige Hoffnung, die wir aktuell haben. Du bist nicht Gobbleglob, also von daher... Stimmt, Nidoqueen kann Surfer! Stimmt, das ist voll der Shit eigentlich. Oh, stimmt. McQueen. She's McQueen. Naja, ich glaube, wenn ich Kizuna Nidoqueen bezeichne, ich glaube, dann haut sie mich. Nidokiller Queen. Okay, der gefällt mir. Das passt zwar nicht. Moment, passt Killer Queen? Die Jojo-Anspielung? Passt das? Na, so schon mal nicht. Es wird ein bisschen merkwürdig aussehen. Oh mein Gott. Killer Queen! Du wirst... Irgendwann können wir sehr stolz auf dich sein, Killer Gwen. Killer Gwen! Oh, das wäre so die Idee gewesen, ich Idiot. Wo ist der Namensumänderer? Wo? Voll vergessen, ich Idiot. Stimmt! Oh ja! Killer Gwen! Oh, wenigstens eine leichte Hoffnung in unserem Team. Etwas Hoffnung. Ich habe Hoffnung in dich.
Killer Queen. Ich habe sehr viel Hoffnung in dich, Killer Queen. Ja, ich weiß, dass das Queen ist mit zwei E, aber da hat kein zweites E mehr hingepasst. Das ist, ja, ist Killer Queen jetzt. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Mit dieser Hoffnung beenden wir die erste Folge von Pokémon Rot. Bis zum nächsten Mal, Leute.